Guten, guten, guten Tag. Rhythmisches Klatschen. Singen. Und Summen. Seine heilende Wirkung ist seit langem bekannt. Hier in Germersheim wird es zur Therapie von Menschen eingesetzt, die an psychosomatischen Erkrankungen leiden. Was wir hier hören, ist allerdings keine normale Singstunde, sondern ein kleiner Festakt. Und den gestaltete der Kinderchor Vocalini besonders eindrucksvoll mit. Die Asklepios Südpfalz Klinik wurde im Juli als sogenanntes singendes Krankenhaus zertifiziert, als erst zweite Einrichtung in Rheinland-Pfalz. Für die Klinikleitung erfüllt sich damit ein langer Wunsch, denn die Kraft des heilsamen Singens überträgt sich auf alle Lebensbereiche, nicht nur im Krankenhaus. Ich habe immer wieder zu tun mit erstmal viel Ängsten. Oh, ich kann gar nicht singen. Mit Erinnerungen an die Schule, mit negativen Rückmeldungen. Und sehr häufig kommt sowas wie, das hat was gelöst, das hat mir gut getan, ich hatte richtig Spaß, ich habe was Neues erfahren. Und manchmal sowas wie, ach, ich habe ganz vergessen, wie schön singen ist. Vielleicht gehe ich doch mal in den Chor in meiner Gemeinde. Und das ist etwas, was uns sehr freut. Dr. Eva-Maria Heinemann hat die Initiative in Germersheim ins Leben gerufen. Sie ist auch die Singleiterin an der Asklepios Südpfalz Klinik. Mit ihren Patienten singt die Musiktherapeutin Lieder oder trainiert ihre rhythmischen Fähigkeiten. Alles mit dem Ziel, die Selbstheilungskräfte der Erkrankten zu aktivieren. Ein häufiges Krankheitsbild in der Psychosomatik ist das der Depression. Von der mittelschweren auch bis zur schweren Depression. Und diese Menschen sind häufig in einer Form von Erstarrung, empfinden keine Freude mehr und können nicht gut aus sich herauskommen. Hier kann das Singen helfen, ein Stück von dieser Erstarrung aufzulösen. Und in dem Moment, wenn wieder etwas in Bewegung kommt, ist es schon der erste Schritt raus aus diesem Zustand. Und da ist besonders das Schwingen, Singen und Summen sehr hilfreich. Mit dem neuen Zertifikat ist das nun alles offiziell. Verantwortlich für die Zertifizierung ist das internationale Netzwerk Singende Krankenhäuser e.V. Es will das therapeutische Singen in der Behandlung kranker Menschen stärken, ohne Leistungsdruck. Das ist für den Heilungserfolg wichtig. Den Unterschied sollte man merken, dass so just for fun singen, dass man frei singen darf, dass die Freude am Singen wieder in den Gesichtern und in den Körpern spürbar wird und sichtbar wird. Freude, die hatten alle ganz sicher an diesem besonderen Festtag. Und mit derselben Freude will man in der Südpfalz-Klinik in Germersheim das heilsame Singen in Zukunft noch weiter ausbauen, damit noch mehr Patienten und Patientinnen die heilsamen Kräfte gemeinsamen Musizierens erfahren.